Was ist? Ist das dein verkackter Ernst? Wir sitzen seit knapp einer halben Stunde im Auto. Du hast schon einen Döner, eine Pommes, zwei Schokoriegel und jetzt noch einen ekelhaften Schokokuchen aus dem Discounter gefuttert. Ja und? Eine Observation macht eben hungrig. Erst einmal ist bisher noch nichts passiert. Und zum anderen geht es mir nicht um die Scheißmenge, die du dir in den Hals stopfst, sondern wie. Wie meinst du das? Genau so. Kaum machst du die Klappe auf. Und schon, da, schon wieder. Ups. Dieses Mal sieht's aus, als hätte jemand auf die Hose geschissen. Mm. Ist doch egal. Mann, das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Warum das denn? 3-Sekunden-Regel? Wie kommt eigentlich ein Schwachmat wie du zu einer Freundin? Naja, wir haben uns... Das interessiert mich gar nicht, okay? Okay. Sag mal, reicht es nicht so langsam? Womit? Mit diesem ganzen Geschmatze, Geschlürfe, Geschlecke, was weiß ich? Wie soll ich denn sonst meine Finger sauber bekommen? Im Handschuhfach ist ein Desinfektionsmittel. Echt? Was? Lass deine Kotfinger bei dir, sonst schmierst du hier alles noch. Nein! Hier, da, nimm! Warum hast du eigentlich Desinfektionsmittel im Dienstwagen? Warum nimmst du ein komplettes Buffet mit zu einer Observation? Naja, wer viel arbeitet, muss auch mal essen. Entschuldigung. Du hast immer noch nicht erklärt, warum du Desinfektionsmittel im Dienstwagen hast. Einen Dienst mit dir überstehe ich nicht ohne Alkohol. Nee, im Ernst. Ganz im Ernst? Ja. Also so richtig ehrlich? Klar, du kannst mir alles sagen. Alles klar, aber das bleibt unter uns. Versprochen. Polizisten-Ehrenwort. Ich habe eine Phobie. Wovor? Naja, vor... Ja? Menschen. Echt? Wie dir, die vor Krankheitserregern nur so triefen. Oh, wirklich? Nein, du Evolutionsbremse. Hast du schon mal etwas von Hygiene nach einer Tatortbesichtigung gehört? Ach so. Willst du auch eins? Nein. Ist ein Erdbeersahnebonbon? Nein. Die schmecken wirklich gut. Ach so, na dann. So schmeckt mir das am besten. Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz kann dich nach § 69 Absatz 2 bis zu 100.000 Euro kosten. Heb es besser auf. Moment. Es interessiert dich nicht, dass du das Auto vollmüllst, deine Hose bekleckerst und es ist dir auch scheißegal, was für einen Chemierotz du dir in den Rachen schiebst. Aber wenn ich ein Bonbon auf die Straße werfe, kackst du mir vor den Koffer? Das ist Plastikverpackung. Wir müssen auf die Umwelt achten. Schon mal was vom Klimawandel gehört? Okay. Ich werde dein scheiß Bonbon aufheben. Aber auch nur, weil ich jetzt rausgehen möchte und mir eine rauche. Hier, sollst du dran ersticken. Was? Wusstest du, dass wenn du eine Pistole unter Wasser abschießen würdest, die Kugel keine 3 Meter weit fliegen würde? Nennt man das dann überhaupt noch Fliegen? Wow. Einfach nur wow. Ich meine, das ist doch einfach krass. An der Luft kannst du einen Menschen aus weiter Entfernung erschießen und unter Wasser? Ich würde dich auch unter Wasser erschießen.
24, bitte kommen. Ach, scheiße. Wagen 24, bitte kommen. Hier Wagen 24, hört. Statusbericht. Zielperson hat das Objekt noch nicht verlassen. Wir warten. Verstanden. Erwarten Statusbericht bei Änderung. Verstanden. Ist das dein Drink, der da so müffelt? Als hätte jemand ins Auto geschissen. Entschuldigung. Als du eben draußen warst, habe ich einen ziehen lassen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass du so schnell wieder reinkommst. Oh Mann, du stirbst doch innerlich. Mach dein verdammtes Fenster auf oder ich zerre dich vors Militärgericht wegen unerlaubten Einsatz von Biowaffen. Sag mal, wie kannst du eigentlich bei diesem Geruch noch etwas trinken? Ich würde kotzen. Wieso? Geht doch langsam wieder. Klar, für New Chernobyl oder was? Was trinkst du da eigentlich? Das ist ein Kurkuma Energy Drink. Hält wach und regt die Darmtätigkeit an. Außerdem enthält es Vitamin B6 und 12. Ist das dein Scheiß ernst? Du verwandelst mit deinem Rektalhusten das Auto in einen Gülletanker und machst dir Sorgen um deine Darmflora? Meine Oma sagte immer, wer viel isst, muss auch auf seine Ausscheidung achten. Denn zu wenig ist für den Arsch. Verstehst du, Gerd? Für den Arsch. Oh Gott. Ja, na klar habe ich das verstanden. Hast du nicht noch irgendwas zu essen, damit du deinen Mund hältst? Oh, nur für später hat mir Lisa noch 2 Notfallbrote eingepackt. Aber erstmal muss ich austrinken. Entschuldigung, warum hast du dich eigentlich wieder angeschnallt? Wir stehen doch. Was ist, wenn wir plötzlich losfahren müssen, du Intelligenzallergiker? Dann fehlen uns wichtige Sekunden. Und was ist, wenn die Zielperson zu Fuß stiften geht? Dann fehlen dir wichtige Sekunden. Eigentlich machen wir zwei das schon genau richtig. Du bist angeschnallt für den Fall, dass die Zielperson mit einem Auto flieht und ich eben nicht, falls sie zu Fuß flüchtet. Eigentlich sind wir voll das Dreamteam, oder? Total. Komm, lass uns ein Selfie machen. Nein. Warum nicht? Was meinst du, wie cool das Bild in der Zeitung aussehen würde, wenn wir als Dreamteam den Job abliefern? Klar, man sieht auch schließlich ständig coole Polizistenposen in der Zeitung. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass den Zeitungen keine coolen Namen einfallen. Pullbulls wäre doch geil. Oder Flottkopp, weil wir so... Alter, ich kack mich gleich ein. Halt endlich deine Schnauze oder ich mach aus dir Gesichtsgulasch. Sag mal, willst du mir auf die Eier gehen? Wieso? Knick-knack, knick-knick, knick-knick, knack-knack, knick-knack, knick-knack, Gott! Ups, nein, Entschuldigung. Ich bring die mal eben zum Mülleimer da drüben. Ich muss den Elefanten im Raum mal kurz ansprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben Streit. Ich glaube, ich habe das Gefühl, du gehst mir auf den Sack. Siehst du, da ist das Problem. Wir müssen einen Kompromiss finden, wie wir beide miteinander klarkommen. Wie wäre es damit? Du hältst die Klappe und wir konzentrieren uns endlich auf den Job. Siehst du, genau da ist der Hund begraben. Der Job ist uns beiden wichtig. Oh ja, das merkt man. Aber ich habe das Gefühl, du setzt dich damit unter Druck. Du darfst dich nicht stressen.
Das Einzige, was mich hier gerade stresst, bist du, nicht der Job. Genau so ist es richtig. Lass es raus. Was stört dich genau? Warte. Du! Beschreibe mir mal das Gefühl, was du gerade jetzt verspürst. Auf diesen Schrott lasse ich mich ganz bestimmt nicht ein. Hör auf abzublocken. Es geht dir danach garantiert besser. Wieso er? Warum stellst du mich auf diese Probe? Ach komm, du bist doch gar nicht gläubig. Lass uns einmal zusammen atmen. Nein. Einmal. Nein. Nur kurz. Nein. Bitte. Es wird dir danach auch besser gehen und uns... Nein. Das war gut. Komm, nochmal. Nein. Lass das. Alter. Siehst du, so einfach sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Komm, wenn wir jetzt zusammen atmen, bin ich auch ruhig. Versprochen. Polizisten-Ehrenwort. Okay. Aber können wir uns beide nicht dabei anfassen, damit wir wirklich auf der gleichen Wellenlänge sind? Ja klar, am besten wir umarmen uns einfach. Komm her. Du glaubst wirklich an sowas? Pack mich ja nicht an. Los, wir atmen nochmal und dann Schnauze zu. Aber du musst wirklich atmen. Hörst du dir eigentlich selber zu, du Gehirnakrobat? Wer atmet denn nicht wirklich? Vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr Luft ans Köpfchen lassen. Hä? Aufpassen. Ausatmen. Und einatmen. Sehr gut. Willst du wirklich nicht mit anfassen? Soll ich meine Hose aufmachen? Dann eben nicht. Noch einmal ausatmen. Und einatmen. Sehr gut. Fühlst du das? Nein, aber hörst du das? Okay. Hab verstanden. Ich bin jetzt still. Was jetzt? Ich glaube, der Kurkuma Energy Drink fängt an zu wirken. Ja, dann kneif die Backen zusammen oder was weiß ich. Wir sind hier mitten in der Stadt, die Läden haben zu. Entschuldigung. Oh Gott, ich hoffe, du verreckst an deinen inneren Blutungen. So eine Scheiße. Wenn ich jetzt hier drinnen rauche, fliegen wir wegen deiner Darmaktivität in die Luft. Und draußen werde ich leider nass. Oh. Entschuldigung. Hast du einen Regenschirm? Ja, hinten im Kofferraum. Kommst du mit? Wohin? Kurz um die Ecke. Und dann? Ich muss mal. Und in welcher Form ist das jetzt mein Problem? Du könntest den Regenschirm halten, damit ich nicht nass werde. Steig aus. Aber... Steig aus! Du steigst jetzt aus, gehst um die Ecke und setzt deinen Scheißhaufen dahin. Dann nimmst du einen Bello-Beutel, wirst deinen Haufen in den Beutel packen und diesen entsorgen. Haben wir uns da verstanden? Verstanden, aber... Was? Meine Taschentücher werden nass, wenn du mir den Regenschirm nicht hältst. Hast du noch nie irgendwas von Feuchttüchern gehört? Damit wird dein Hintern sauberer als je zuvor. Abflug! Na gut. Scheiße! So eine Kacke. Irgendwann. Immer mit denselben Idioten auf Streifen. Ich hasse es. Ich werde den Meier Mist mal eine E-Mail schreiben, die sich gewaschen hat. Was ist? Komm rein! Wie kann ich Durchfall in einen Bello-Beutel packen? Oh Gott. Ja, hier, nimm das Desinfektionsmittel und desinfizier dich. Den Rest wird dann schon der Regen übernehmen. Was macht ihr denn jetzt schon wieder? Oh, Scheiße! Was ist passiert? Aha! Ich hab mir den Hintern desinfiziert, das brennt wie Sau! Machst du das immer zu Hause? Sag mal, hat hier einer ins Hirn geschissen oder was? Du sollst hier Hände desinfizieren. So eine Scheiße, jetzt bin ich bis auf die Knochen nass. Hättest du mich mit dem Schirm begleitet? Halt bloß die Klappe, du! Was ist? Brennt's noch? Nein. Aber ohne Unterbuchse scheuert es irgendwie. Ich frage jetzt einfach nicht.
Weißt du, wie schwer es ist, auf dem glitschigen Bürgersteig das Gleichgewicht zu halten? Selfie. Jetzt? Klar. Wie wäre es draußen vom Auto? Haha, du verarschst mich. Yep. Da regt sich was. Ein Auto. Wagen 24 hier. Zentrale, kommen. Zentrale hört. Zielperson verlässt das Objekt. Wir nehmen die Verfolgung auf. Verstanden. Erwarten Statusbericht bei Ankunft. Verstanden. Gerd? Was? Können wir gleich noch irgendwo halten und noch was zum Naschen holen? Mein Brot ist leer. Wagen 24 an Zentrale. Bitte kommen. Zentrale hört. Bitte um einen RTW. Der Kollege hat vergessen, sich anzuschnallen und ist bei voller Fahrt gegen das Armaturenbrett gekracht. Hat eine Platzwunde am Kopf und ist bewusstlos. Und die Moral von der Geschichte? Ohne Gurt fährt man nicht.